Vor dem Spiel gegen Elversberg hatten wir Ron Schallenberg in der Mixzone und ja, wir haben ihn zur aktuellen Situation im Verein gefragt und natürlich die erste Frage, was hat sich denn verändert unter dem neuen Trainer Karel Gerards? Was hat sich in den letzten Wochen getan? Boah, ja, ich glaube, es hat sich vieles geändert. Ne? Also mit so einem Trainerwechsel kommen natürlich immer zwangsläufig viele Veränderungen, einfach was das Training angeht, was die Taktik angeht. Er bringt natürlich seinen Input dann rein und ich glaube, man sieht ganz gut, dass die Mannschaft das sehr schnell aufgenommen hat und sehr schnell es geschafft hat, das umzusetzen, was der Trainer sehen möchte. Ich glaube, da ist noch alles nicht perfekt, das ist klar, aber dafür arbeiten wir ja auch noch nicht so lange zusammen und trotzdem haben wir schon zwei gute Ergebnisse eingefahren. Von daher ist das gut. Ja, ein Problem war ja das Fitnesslevel und da wird das Training weiterhin gesteigert. Freut man sich auf diese Einheiten? Ja, ich finde, wir trainieren auch jetzt schon hart und intensiv. Ich glaube, jetzt in der englischen Woche natürlich nicht, weil drei Spiele waren, das ist dann intensiv genug. Aber sonst, glaube ich, sieht man auch, sind wir gut am Ackern. Von daher, ich mach mir unser Fitnesslevel keine Sorgen. Ja, die englische Woche oder besser gesagt das Spiel Hannover gewonnen, dann ja gegen St. Pauli im DFB-Pokal leider unglücklich rausgeflogen und dann der Sieg gegen Nürnberg. Und es gab Belohnungen für die Spieler, einmal Pizza und einmal McDonald's. Ist das, freut man sich darüber? Ja, kam natürlich gut an, ne? Auf jeden Fall. Also ist jetzt keine Riesensache, aber ich glaube, nach so einer englischen Woche, nach drei sehr, sehr intensiven Spielen, dann zwei davon gewonnen, das andere unglücklich verloren, glaube ich, kann man sich auch mal was gönnen und das war ja noch am Spieltag, von daher, ja. Ja, kommen wir mal zur Personalie Ron Schallenberg selbst. Er war als alleiniger Sechser, als Chef-Sechser geplant. Jetzt ist alles ein bisschen anders gekommen. Wie geht er denn mit dieser Situation um? Oh, ich glaube, es gibt auch jetzt noch Situationen, wo ich alleine vor der Abwehr bin. Aber klar, ist auch häufiger mal einer neben mir, aber das macht mir gar nichts. Also ich spiele gerne eine Sechs, ich spiele gerne zwei Sechser. Es ist auch nicht so, dass ich mein Leben lang nur die alleinige Sechs gespielt habe, sondern das wechselt eigentlich von Spiel zu Spiel, auch von Ausrichtung zu Ausrichtung, von Gegner zu Gegner. Von daher, also da mache ich mir keine großen Gedanken. Ich fühle mich wohl auf der 6, ob das jetzt allein oder mit wem anders ist, das macht natürlich einen Unterschied im Spiel, aber von der Herangehensweise also oder vom Kopf her für mich nicht. Ja, und die Frage ist natürlich, ist es ein Unterschied, ob man alleiniger 6er ist oder ob man in einer Doppel-6 spielt? Ja, das kann ich. Also die alleinige 6, da ist es ja dann meistens so, zumindest jetzt in dem System, dass du mit zwei Achtern davor spielst, dann hast du natürlich wirklich die Aufgabe, zentral vor der Abwehr zu bleiben und musst sehr viel den Rücken decken von den beiden Achtern. Während du bei der Doppel-6 auch immer wieder rausverteidigen musst, weil ein Sechser dann rausverteidigen kann, der andere bleibt vor der Abwehr, je nach auf welcher Seite man spielt. Ich glaube, das ist so der Hauptunterschied defensiv und offensiv hast du natürlich bei der Doppel-6 die zwei Sechser, wenn die nebeneinander spielen, hast du eine ganz klare Verbindung. Also du weißt immer, der Mann ist neben dir und wenn du mit einer Sechs spielst, dann musst du halt die Lösung diagonal nach vorne finden. Hast halt ein bisschen mehr Druck, den Ball dann in die nächste Ebene zu bringen. Ja, gegen Karlsruhe musste Ron Schallenberg pausieren. Im Nachgang vielleicht gar nicht so schlecht, denn dort haben sie wirklich ganz schlecht gespielt und verdient verloren. War es im Endeffekt dann gut, nicht gespielt zu haben? Ich glaube, so kann man das gar nicht sagen, weil wir haben die Spiele davor auch häufig verloren und auch mal auf den Sack bekommen, da war ich dabei. Von daher, das war nicht mein Gefühl. Ich war einfach natürlich nicht glücklich, dass ich nicht gespielt habe, wie alle anderen, die nicht gespielt haben, aber ich glaube, danach hat man gesehen, dass der Trainer Trainingsleistungen auch belohnt, wenn man sich weiter voll reinhaut. Und ich glaube, danach habe ich meine Chance genutzt. Ja, und die letzte Frage, das Training, das hat sich natürlich verändert. Das sehen wir auch. Viel mehr Abwechslung im Spiel und auch so ein bisschen Wettkampfcharakter. Es gibt wohl eine interne Tabelle. Ich will gar nicht von ändern reden, weil die Vergangenheit ist Vergangenheit. Aber der Trainer setzt sehr, sehr viel auf Wettkampf. Wir haben da auch so ein Punktesystem bis zum Ende des Jahres. So, solche Turnierformen wie heute, die Siegermannschaft kriegt dann 3 Punkte und dann wird das aufgelistet in der Kabine. So möchte er halt die Spannung hochhalten, selbst bei diesen kleinen Turnieren unter der Woche, dass da immer 1000% gegeben wird. Ich glaube, das gelingt ihm gut und auch sonst, ich glaube, man
Sie waren ja heute hier. Man merkt so ein bisschen die Spielfreude ist auf jeden Fall da. Ja, und die große Frage, gibt es dann auch Belohnung, wenn man ganz oben steht? Das weiß ich noch gar nicht. Das wird noch festgelegt. Aber irgendeine Belohnung wird es geben. Ich glaube, für die ersten 5, 6 Spiele. Genau.